So, dann kommen wir zur letzten Session heute Morgen. Wir haben jetzt Benjamin Jakimow von der Humboldt-Universität hier, der uns erzählen wird, wie man Nmapbox in QGIS benutzt, glaube ich. Ja, genau, das habe ich vor. Es geht um hyperspektrale Fernerkundung. Davon habe ich bisher nicht so viel gehört hier auf der Konferenz. Offensichtlich ein Nischenthema. Deswegen möchte ich erst mal wissen, wer von euch hat denn schon mal mit hyperspektralen Daten zu tun gehabt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, nicht allzu viel. Also, die anderen, ihr könnt noch was lernen. Hoffe ich doch. Genau, hyperspektrale Fernerkundung in QGIS. Der Hintergrund ist das Nmap-Projekt. Das ist eine deutsche Satellitenmission. Und nach einer sorgfältigen mehrjährigen Vorbereitungszeit wurde der Satellit dann am 1. April 2022 gestartet. Und das Ziel der Nmap-Box ist schon seit Beginn an eben, dass man die Nutzung dieser hyperspektralen vorbereitet. Dieser hyperspektralen Daten. Entwickelt wird die Nmapbox, das ging so 2007 ging das los, damals noch auf Grundlage einer Programmiersprache namens IDL. Irgendwie habe ich hier so ein Plärren im Ton. Kennt die jemand IDL? Niemand. Ah, dahin, oh ja, Oliver kennt sie. Gut. Aus guten Gründen haben wir dann entschieden, 2016 umzusteigen und das Ganze auf Grundlage von QGIS und Python weiterzuführen. Und ja, warum hyperspektral? Warum ist es so schön, wenn man hyperspektrale Daten hat und sie nutzen kann? Was wir hier sehen, ist zum Beispiel jemand mit Marcel Schwieder vom Thünen-Institut mit einem Feldspektrometer, der misst da gerade hyperspektrale Daten, allerdings nur für einen Punkt. Und was er dann bekommt, ist so eine sehr spektral gut aufgelöste Reflexionskurve dessen, was da vom Sonnenlicht wieder zurückgeworfen wird von dieser Wiese. Und da das hyperspektral ist, das heißt, wir messen in ganz, ganz kleinen Schritten zwischen 400 bis 2500 Nanometer ungefähr, sehen wir halt da diese charakteristischen Spektralverläufe. Und die geben uns Auskunft darüber, wie diese Oberfläche beschaffen ist, in dem Falle halt Vegetation. Und das können wir zum Beispiel auch ändern oder simulieren, wie in diesem Tool, Simulationstool in der Nmapbox, was Kollegen von der LMU in München erstellt haben. Da gehe ich jetzt einfach mal durch und ändere so Strukturparameter dieser Pflanze oder den Chlorophyllgehalt. Und wie wir dabei beobachten können, ist, dass halt dieses Vegetationsspektrum sich immer an verschiedenen anderen Stellen dementsprechend verändert. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wenn wir das mit Satelliten erfassen können, wir halt über größere Gebiete solche Feinänderungen erkennen und Rückschlüsse auf biophysikalische Variablen schließen können. Und was wir hier für Vegetation zeigen, das kann man dann übertragen auch auf andere Oberflächen wie Schnee oder Gesteine oder Gewässerflächen. Da sind dann die charakteristischen Features, die sich dann irgendwo ändern, liegen dann in anderen Wellenlängenbereichen. Hier haben wir eine Übersicht über ja, verschiedene satellitengestützte Multi- und Hyperspektralsensoren. Diese Gruppe, das sind die multispektralen Sensoren. Landsat, das hat man bestimmt mal gehört. Sentinel hat eine große Rolle hier gespielt. Auf der QOSCIS im Hintergrund wieder der Wellenlängenbereich von 450 bis 2500 Nanometer. Diese grauen Flächen geben die Durchlässigkeit der Atmosphäre an. Also da ist die Atmosphäre durchlässiger für Licht. Konsequenterweise hat man dann eben auch die Bandsensitivität dieser Sensoren in diese Bereiche gelegt. Und ja, und im Vergleich zu diesen Multispektralsensoren sehen wir hier, gibt es wenige relativ neue Hyperspektralsensoren, wie zum Beispiel Nmap oder Prisma. Der Prisma ist eine italienische Mission. Und hier unten wäre unser Feldspektrometer, was der Marcel voreingetragen hat. Genau. Zum Vergleich, laut ChatGPT sind die Wellenlängen von so einem Smartphone, von der Kamera, die liegen in dem Bereich. Genau. Und Sentinel-2 und Nmap schauen wir uns jetzt mal noch etwas genauer an. Wir laden das in QGIS rein. Im Hintergrund liegt die Basemap. Und
Das ist so eine Sentinel-2-Zähne, 100 mal 100 Kilometer als Teil geschnitten bekommt man die. Wir sehen, da ist auch nur ein Teil des Aufnahmestreifens drin, der ist insgesamt 290 Kilometer breit. Und wir kommen, wenn wir das alle Kanäle zusammennehmen, kommen wir auf 12 Spektralkanäle. Und wir schauen jetzt mal auf diesen Punkt hier südlich von Potsdam. Das ist eine Waldfläche. Wir sehen so eine typische Vegetationskurve und vergleichen das mal mit dem Profil, was wir da von M-Map zurückkriegen. Das ist wesentlich detaillierter. Allerdings, die M-Map-Szene ist räumlich auch gar nicht so abdeckend. Das sind dann muss Flugstreifen von 30 Kilometer Breite. Dafür haben wir aber wesentlich mehr Bänder. Genau. Das geht schon in die Richtung der ersten Herausforderung, die wir haben, wenn wir mit Hyperspektraldaten arbeiten wollen. Es gibt aktuell noch gar nicht so viele Datensätze, als dass wir die flächendeckend irgendwo nutzen könnten. Hier habe ich mal versucht, im EOWeb-Geoportal, was vorhin im Vortrag vorgestellt wurde, eine Szene von M-Map über Hamburg zu finden. Die gibt es auch, aber die sind allerdings alle sehr bewölkt, leider. Deswegen diese Potsdam-Szene. Aber wir können davon ausgehen, dass diese Verfügbarkeit von Daten in Zukunft steigt. Und zwar stetig, nicht nur weil M-Map die Foreground-Mission eben versucht, jetzt mehr Aufnahmen von Deutschland in diesen Streifen zu erhalten. Das ist eine Webseite, die ist letzte Woche ist die online geschaltet worden. Da kann man sehen, mit, ich glaube, 48 Stunden im Voraus, wo beflogen werden soll. Und es gibt aber noch weitere Missionen, die geplant sind, wie zum Beispiel CHIME von der ESA oder SBG von der NASA, die in Zukunft flächendeckend kontinuierlich Hyperspektraldaten von der Erdoberfläche liefern sollen. Die nächste Herausforderung ist dann eher so praktischer Natur, wenn wir diese Daten uns anschauen wollen. Hier Vergleich Sentinel-2-Szene in Kugels geladen. Ich habe eine überschaubare Anzahl von Bändern und wenn ich jetzt die Bandkombination zur Darstellung wechseln will, dann ja, selektiere ich mir einfach das nächste Band, das ist auch noch dran geschrieben, was ich dort sehen kann, alles schön und gut. Wenn ich das gleiche mit einem M-Map-Datensatz versuche, dann öffnet sich da so eine Combo-Box mit ganz, ganz vielen Bändern und ich weiß in der Regel auch nicht, welches Band jetzt genau in welchem Spektralbereich liegt und wie korrespondiert das dann zu Multispektraldaten wie der Sentinel-2-Szene vorher. Genau. Und um dieses Handling von Hyperspektraldaten zu vereinfachen, haben wir die M-Map-Box erstellt. Das ist ein QGIS-Plugin, das kann man öffnen auf dem zweiten Monitor zum Beispiel, neben dem normalen QGIS. Und eine wesentliche Eigenschaft ist halt diese Oberfläche, wo ich halt mehrere Maps nebeneinander, beliebig viele Maps nebeneinander visualisieren kann. Jetzt haben wir hier links haben wir eine M-Map-Szene, rechts haben wir eine Sentinel-2-Szene und um das ganze Handling der Bandkombination auch zu vereinfachen, bieten wir an, dass wenn zu dem Rasterdatensatz eine Beschreibung der Wellenlänge des jeweiligen Bandes vorliegt, wir eben leichter hier Bandkombinationen auswählen können. Also wir haben diese Combo-Box, die wir gerade schon gesehen haben, aber es gibt halt auch so einen Slider, wo man über die verschiedenen Bänder gehen kann und Shortcuts, die halt spezifisch dann ein Band aus einer der üblichen Wellenlängeregion. Hier sind das die Bänder von Sentinel-2 als Referenz, wo man die dann auswählen kann. Das ist auch animiert. Genau, jetzt ändere ich erstmal von dem M-Map-Bild die Bandkombination, slider mich da so durch. Kann das halt pro Farbkanal machen oder kann voreingestellte Kanalkombinationen auswählen. Und jetzt will ich das vielleicht synchron haben zwischen der Sentinel-Szene und der M-Map-Szene, obwohl die ja unterschiedliche Anzahl von Bändern haben, die in anderen Wellenlängenbereichen liegen. Dann kann ich halt so ein spektrales Linking erstellen. Sage jetzt einfach, dass die Sentinel-2-Szene spektral immer ähnlich das gleiche darstellen soll wie die M-Map-Szene. Und siehe da, ich wähle für die Sentinel-2-Szene neue Kanalkombinationen aus und die M-Map-Szene passt sich dem immer an. Im Alltag heißt das, wenn ich meine Daten, Fernerkundungsdaten von unterschiedlichen Sensoren adäquat visualisieren möchte, spare ich mir da sehr viel Zeit. Ähm,
sowas ähnliche Komfortfunktionalität bieten wir dann auch so beim klassischen Linking zwischen unterschiedlichen Maps. Hier haben wir zweimal den Blick auf M-Map-Daten in verschiedenen Kanalkombinationen. Hier ist eine PlanetScope-Aufnahme mit besser räumlicher Auflösung. Hier unten haben wir die OpenStreetMap, die soll uns zur groben Orientierung dienen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was wir da in Potsdam sehen. Genau, durch diese Verlinkung dieser Maps sehen wir halt immer einen ähnlichen Bildausschnitt. Wir sind hier bei der Glienicker Brücke und können jetzt, das ist in der hyperspektralen Fernerkundung sehr wichtig, immer diese Spektralprofile uns auch anschauen, wo wir sind. Das Grüne ist das Ember-Profil, das Blaue ist ein Sentinel-2-Profil, jetzt von Wasser, jetzt wieder von Vegetation. Und wenn die mir gefallen, dann kann ich die auch in der Spektraldatenbank speichern. Diese Spektraldatenbank, die realisieren wir auf Grundlage von QGIS-Vektorlehren. Das heißt, wir können die dann also, die Position solcher Spektren, die wir aufgenommen haben, können wir dann auch einfach wieder in einem Map-Layer anzeigen. Hier dieser Punkt, das ist das erste Spektralprofil, was wir aufgenommen haben, das zweite, das dritte, genau, die sind dann hier alle drin enthalten. Das ist die grafische Benutzeroberfläche der MapBox. Was wir auch machen, ist eine große Menge von Algorithmen dem QGIS Processing Framework hinzufügen. Die haben wir natürlich, also das sind meistens Wrapper um bekannte andere Libraries herum, zum Beispiel Scikit-Learn, also dass man Random Forest Support Vector Machines und so weiter nutzen kann. Und das Schöne ist, wenn die einmal im QGIS Processing Framework drin sind, dann können wir die nicht nur aus der QGIS Oberfläche nutzen, sondern auch aus Python Code oder von der Shell aus starten. Hier ein Beispiel, das ist so ein Comic-Silent Continuum Removal Algorithmus, der kriegt so ein Rasterbild, macht da so eine Transformation dieser Spektralprofile. Gibt es hier Geologen? Ja, eine Geologin, da oben auch noch, okay, ihr habt das vielleicht schon mal gehört, Continuum Removal, das ist halt, diese Transformation ist in der Geologie offensichtlich sehr gebräuchlich. Genau, das ist eine Abbildung von Said vom Geoforschungszentrum in Potsdam. Und was hat er gemacht? Er hat sich diese M-Map-Szene aus dem Iran angeschaut und hat dieses Continuum Removal berechnet und guckt jetzt, wie zwischen 2330 Nanometer und 2340 Nanometer sich dieses jeweilige Minimum dieser Kurve verschiebt zwischen den Wellenlängen und hat das dann hier mal farblich dargestellt. Was man daran erkennt, ist die Veränderung der chemischen Zusammensetzung von weißen Glimmer. Und das ist dann eben für die Rohstoffexploration zum Beispiel interessant für Geologen. Die können dann halt sehen, welches Gestein steht dort an. Was kann man noch machen? Das wurde bei uns in der Abteilung oft praktiziert, ist die spektrale Entmischung. Man nimmt sich halt so ein Ember-Pixel und trifft Annahmen darüber, was sich da alles an spektraler Informationen befindet. Also ein Ember-Pixel ist 30 mal 30 Meter, da sind Bäume drin, da sind Gehwege drin, Straßen, Dächer und so weiter. Und das versucht man über Entmischungsansätze zu separieren und bekommt dann halt pro Pixel Flächenanteile. Also 73% versiegelte Fläche, 22% Vegetation und 10% Boden zum Beispiel. Da gibt es ein umfangreiches Tutorial, wen das interessiert, da kann man das Schritt für Schritt mal durchpraktizieren mit der M-Map-Box. Spektralbibliotheken, ich habe es gesagt, auf Basis von Vektorlehren, wir können die Profile dann so einfärben, wie wir halt es gewöhnt sind, Punkte in QGIS einzufärben. Da kann man dann interaktiv rein- und rauszoomen. Und das Schöne daran, wir können verschiedene Profile zueinander in Beziehung setzen und mit beliebigen Attributen beschreiben, also Texte, Zahlenwerte und so weiter und so fort, was halt für den einzelnen Anwendungsfall wichtig ist. Mit Animation. Und wir können uns sogar anschauen, welche Bänder sind da gerade visualisiert von der M-Map-Szene im Hintergrund und können die in diesem Plot, da verschiebe ich gerade diesen grünen Kanal, und zwar zu der Wellenlänge, wo diese Spitzen angezeigt werden. Und weil ich mich gewundert habe, wo kommen die eigentlich her? Und siehe da, dieses Band, was offensichtlich im Rasterdatensatz nicht ausmaskiert wurde, das ist eins der Bänder, was
nah in diesen Bereichen liegt, wo die Atmosphäre nicht so durchlässig ist. Und deswegen ist dieses sehr verrauscht. Das erkennen wir dann eben auch in den Bilddaten. Also MLbox versucht eine starke Integration zwischen räumlichen und spektralen Ansichten zu ermöglichen. Wir speichern spektrale Profile in Vektorlayern, klingt komisch, funktioniert aber. Und jetzt wollen wir die Profile aber wieder prozessieren. Da haben wir uns das überlegt, okay, damit wir nicht alles doppelt programmieren müssen, haben wir uns einen Mechanismus entworfen, der einfach uns diese Einzelprofile aus der Spektraldatenbank in temporäre Rasterbilder umwandelt. Dann können wir die mit den gleichen Algorithmen prozessieren, die wir auch nutzen, die wir eh schon auf Bilder für Bilder entworfen haben, Rasterbilder. Da kommen dann wieder neue Rasterbilder raus und die schreiben wir dann als neue Profile oder Attributwerte in die Spektralbibliothek, also in den Vektorlayer wieder rein. Hier eine Übersicht über verschiedene andere Applikationen, die in der MLbox drin sind, die halt von Partnergruppen entworfen wurden. Das hier hatte ich ja gezeigt, dieses Simulationstool aus dem Bereich Vegetation, Landwirtschaft, Boden und Geologie haben wir einige Applikationen. Da werden in den nächsten drei Jahren noch neue hinzukommen aus dem Bereich Wasser. Da wurde vom Alfred-Wegener-Institut wurden Applikationen beigesteuert. Und wir versuchen da ein breites Anwendungsspektrum abzudecken. Wo stehen wir gerade? Aktuell bereiten wir uns auf eine Fernerkundungskonferenz in Valencia vor, wo so viele hyperspektrale Arbeitsgruppen sich treffen. Da soll dann die MLbox 3.14 released werden. Da gibt es viele Bugfixes dabei. Wir haben versucht, natürlich die Dokumentation zu verbessern. Ein großes Thema ist auch immer die Anpassung an die aktuellen QGIS-Releases. Also da gibt es manchmal Änderungen in der API und dann funktioniert die MLbox nicht mehr, weil so eine Enumeration irgendwo anders hingewandert ist. Und Stack ist ja auch ein großes Thema hier gewesen. Diese Metadaten, die wir brauchen, um hyperspektrale Eigenschaften oder spektrale Eigenschaften einzelner Rasterbänder zu beschreiben, die versuchen wir jetzt auch mit Stack-JSONs am einzelnen Rasterbild zu beschreiben. Genau, ja, gibt verschiedene neue Features, wie zum Beispiel hier. Wenn man zum Beispiel ein Rasterband hat, was kontinuierliche Werte hat, zum Beispiel der titelgebende NDVI, dann kann man das ja in Kategorien unterteilen mit dem QGIS-Renderer und wir bringen mit dem neuen Release halt auch einen Algorithmus, der dann halt auf Basis dieser Klasseneinteilung dann ein hartcodiertes Raster-Klassifikationsfall wieder rausschreiben kann. So, dann kann man halt per Hand so seine Klassifikation anpassen und wenn die einem visuell gefällt, dann schreibt man das eben raus. Ausblick auf die nächsten Jahre. Wir haben eine Förderung bis Ende 2026. Ziemlich weit fortgeschritten ist, dass eine neue Applikation namens SpecDeepMap wird entwickelt von einem Doktoranden von der Universität Helsinki. Da wollen wir so ein bisschen Deep Learning mal anfassen, Semantic Segmentation, ist schon ziemlich weit fortgeschritten eigentlich. Die Implementation soll auch auf der Örsel-Konferenz im nächsten Monat vorgestellt werden. Wir wollen gucken, inwiefern wir diese ganzen QGIS Processing Algorithms irgendwie in der Cloud laufen lassen können. Wir schauen uns an, ob wir bis hoffentlich dann in Zukunft auch mal Zeitserien von MMAP-Daten, hyperspektrale Zeitserien haben und die wollen wir in Wert setzen, also Wolken rausmaskieren, vielleicht temporal-spektrale Metriken ableiten, was man so von multispektralen Zeitserien auch kennt. Metadaten bei Rasterbändern ist ein großes Thema für uns. Wir wollen eigentlich zu jedem Rasterband immer wissen, zu welcher Wellenlänge gehört das. Das ist oft nicht mitgegeben bei anderen Datenquellen und da schreiben wir halt so Importfilter, die diese Metadaten dann halt mit ranheften. Und genau die 3D-Visualisierungskomponenten versuchen wir auch noch zu stärken bei uns. Okay, ja, wenn es Fragen gibt, also hier, das ist die letzte Publikation zur MLbox und ansonsten haben wir eine umfangreiche Dokumentationsseite, die sicherlich noch ausbaufähig ist, aber falls ihr Fragen habt, dann ja, schreibt einfach eine E-Mail oder kontaktiert mich. Ja.
Vielen Dank. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, weil dann würde ich die mir mehr angucken. Aber gut, wir haben ein paar Fragen im Chat. Wie wird die Kontrastspreizung im Tool gehandhabt? Insbesondere, wenn man Falschfärbenbilder verschiedener Sensoren vergleicht. Läuft das automatisch, Szene- oder ausschnittsbezogen? Die Kontrastspreizung. Also man nimmt den ganz normalen QGIS-Dialog zum Optimieren der Banddarstellung. Man kann, ja, nee, also ist der ganz normale QGIS-Raster-Layer-Dialog, den man dazu nimmt. Und ich glaube, der kann sich dann auch darauf beziehen, dass die Bildstatistik, die für die Kontrastspreizung zur genutzt wird zur Berechnung, also was er, dass er die eben aus dem aktuellen Map Canvas nutzt. Okay. Bin mir jetzt aber ziemlich unsicher. Das kann er, ja. Also, ich hatte mich nur gefragt, weil Sie das ja so schnell vorgeführt haben, jetzt einfach andere Sensor und der nimmt dann so ein äquivalentes Falschfarbenbild. Also, was ich da gezeigt habe, war, dass er erstmal die gleichen, die Bänder synchronisiert, so aus ähnlichen Wellenlängenbereichen. Und für den Kontrast, das müsste man gegebenenfalls ja eben noch selber dann anpassen. Also es wird, ich weiß gar nicht, ob Andreas da, mein Kollege, der da sehr involviert ist, ob der da schon einen Automatismus mit rein gefügt hat, aber so, also 256 Punkte mal ziehen und dann auf Grundlage dieser Bildstatistik dann was macht, kann ich jetzt aber so gar nicht beantworten, ja. Was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man halt diesen Layer-Styles von Raster-Layer zu Raster-Layer copy-pasten kann, um halt eine ähnliche Darstellung dann zu erzeugen. Ja. Okay. Frage einer ehemaligen HU-Geo-Studentin. Ist das QGIS-Plugin genauso verwendbar wie das Programm, das wir damals in Einführung in die Fernerkundung genutzt haben? Ja. Also ich hoffe, natürlich noch besser verwendbar. Wir sind uns diverser Fehlerquellen bewusst, versuchen da aber, also ich denke, es ist in den letzten 2-3 Jahren wesentlich stabiler geworden, weil wir halt eben auch verstärkt auf Continuous Integration setzen, versuchen Fehler wegzutesten und also ich denke, da hat sich viel getan. Jetzt wäre interessant, wann sie denn studiert hat. Aber, Ist diese Person im Raum und möchte sich... Da hinten gibt es eine Frage, ja? Nee. Hast du eine Frage? Vielleicht. Nein, stopp. Moment. Das Mikro kommt, okay. Das war einfach nur die Frage, die ich gestellt hatte. Also okay. Ich habe Geo studiert und ich hatte das damals, wir hatten damals das Programm benutzt in der Nmapbox und es war ein bisschen anstrengend zum Teil. Also ja, buggy. Ja, es gibt so ein, QGIS-Plugins und... da gibt es so die eine oder andere Fehlerquelle, die sind auch noch drin. Also es gibt Bugs, wo ich mir immer noch nicht helfen kann, wie wir die beseitigt kriegen. Aber das werden weniger. Und wir versuchen halt auch, also wir stehen auch in Kontakt mit den QGIS-Entwicklern und reden mit denen und haben auch schon den einen oder anderen Bug in QGIS dann gefixt, so, der halt ursächlich war für Probleme, auf die wir gestoßen sind. Genau. Okay, beim Vergleich von Daten verschiedener Sensoren ist eine atmosphärische Korrektur wichtig. Kommen Nmap-Daten korrigiert oder kann die Toolbox das? Ja, kann sie. Also ist wichtig. Ich glaube, das Beispiel, was ich da gezeigt habe mit Sentinel und Nmap zum Beispiel, da war der Sentinel-Datensatz, weiß ich gar nicht, ob der jetzt eine ordentliche atmosphärische Korrektur hatte. Der sieht da so schleierhaft aus. Aber ja, die Nmapbox kann das. Also man kann sich atmosphärisch korrigierte Daten auch vom Nmap-Daten auch vom DLR laden. Und es gibt aber auch diese ENPT-Applikation von Daniel Schäffler, die man aus der Nmapbox auch starten kann, um eben eine angepasste Atmosphärenkorrektur durchzuführen auf noch nicht atmosphärenkorrigierten Nmap-Daten. Ja. Also macht nicht direkt die Nmapbox, sondern seine Applikationen. Wir haben dann so einen Wrapper dann dafür. Okay. Welches Programm wird an der HU in der Lehre für den Umgang mit Hyperspektraldaten verwendet? Na, soweit ich weiß, die Nmapbox, ja. Also das war. Also der Grund, die zu entwickeln, war ja, dass man früher, als ich noch in Fernerkundungskursen saß,
als Teilnehmer, dass da die Lizenzen für andere Software einfach knapp waren. Und da mussten die Doktoranden mussten dann aufhören, mit Envy zu arbeiten, damit genug Studenten eigentlich an den Rechnern sitzen konnten. Und das war auch so ein starker Motivator, da auf eine wirkliche Open-Source-Lösung zu gehen. Genau. Und ja. Also wahrscheinlich aber nutzen die dann auch so Python-Skripte wahrscheinlich zur Visualisierung und was es halt sonst noch gibt, ja. Okay, letzte Frage, vorletzte Frage. Wie organisiert ihr das Software-Development mit so vielen Partnern als Forschungsinstitut? Wie soll ich das formulieren? Also ist sicherlich noch ausbaufähig, ja. Es kommt auch oft darauf an, wie die Partner da so Techniken der Softwareentwicklung beherrschen und sich aneignen können. Das sind ja oft als keine Informatiker, sondern halt Geowissenschaftler. Genauso, also ich bin Geograf und kein Informatiker. Sehr, sehr, sehr mühselig sozusagen da reinzukommen. Aber der Gedanke ist schon, dass sie dann halt die Emberbox forken, ihre Applikationen implementieren und das dann über einen Pull-Request reinkriegen, genau. Und wenn sie richtig gut sind, dann schreiben sie auch ihre eigenen Tests mit dazu, dass dann halt in zukünftigen Versionen alles noch funktioniert, genau. Aber da sind wir noch sehr am Anfang, ja. Also es ist, unsere Entwickler kommen eher aus der Anwendung und nicht aus der, aus der IT. Ja. Okay, letzte Frage. Ist es geplant, Prozessierung von hyperspektralen Daten in andere FOSS-Projekte einzuarbeiten, etwa FOSS? Etwa FOSS oder? Das war, glaube ich, ein Beispiel. Also wir wären froh, wenn das in FOSS schon drin wäre, eher generisch sozusagen, mit Datenprozessierung. Das, wo wir konkret drüber nachgedacht haben, war, dass wir uns, dass wir mal gucken Richtung OpenEO. Emberbox ist schön, so um auf seinem lokalen Desktop Workflows aufzusetzen, aber die skalieren ja nicht richtig, wenn man die jetzt in die Cloud bringen will oder mehrere Daten berechnen möchte. Und das ist halt so ein Aspekt, den wir uns gerne mal anschauen wollen. Inwiefern kann man da Nutzern es leicht machen, so einen Workflow im QGIS Model Builder zu erstellen und den dann wirklich irgendwo anders dann anzubieten, auszurollen, halbwegs performant. Genau. Ansonsten, ja, wir sind ja nicht die Einzigen, die hyperspektrale Sachen entwickeln. Da gibt es ja auch noch andere, ja. Okay, dann vielleicht nochmal einen kurzen Applaus und dann guten Appetit. Applaus